Was geht? Willkommen auf meinem Channel, du Kopf! Oh, die Leute draußen gucken mich schon wieder an. Wir haben nämlich gerade Stau. Hallo! Hi! 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 Folgendes! Kommen wir zum Thema, muss dein Tattoo eine Begründung haben? Dein Tattoo muss meiner Meinung nach keine Begründung haben. Es gibt viele da draußen, die jedes Mal sagen, dein Tattoo muss eine Begründung haben. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und verstehen, wieso die dir was tätowieren lässt, was keine Begründung hat. Im Endeffekt, ja, wenn du mal richtig drüber nachdenkst, hat jedes Tattoo, egal was du dir stichst, es ist völlig egal was, hat es irgendwo eine Bedeutung. Weil du machst es ja, weil du es magst. Okay. Das heißt, du könntest grundsätzlich zu jedem Tattoo sagen, ich habe es mir gestochen, weil ich es mag. Das ist eine Begründung. Das ist für mich eine Begründung. Er hat sich stechen lassen, weil er es mag. Viele sagen, oh, wie kannst du dir denn von, sagen wir mal Beispiel jetzt einfach nur, wir kennen alle Star Wars, wie kannst du dir denn von Star Wars Luke Skywalker oder Darth Vader hier tätowieren? My Lord. Stormtrooper. My Lord. Stormtrooper. My Lord. Ja. My Lord. Aha. Begründung, ganz einfach, weil ich es mag. Das ist die Begründung. Und außerdem müssen wir mal ganz klar das feststellen jetzt, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja, das ist eine reine Geschmackssache. Der eine mag das, der andere mag das andere. Ja, der eine mag ein Tribal, was völlig in Ordnung ist, muss man akzeptieren. Ich persönlich zum Beispiel würde niemals ein Tribal tätowieren und auch nicht, finde es auch nicht cool. Und dafür mag der andere wiederum nicht, Beispiel wieder, Star Wars. Ja, das ist völlig in Ordnung. Da kann jeder machen, was er will. Aber grundsätzlich will ich euch nochmal klar machen, den Kunden da draußen und auch welche, die jetzt irgendwie mich gerade verfolgen und neu dabei sind. Ein Tattoo muss keine Bedeutung haben. Und wie gesagt, irgendwo hat ein Tattoo immer eine Bedeutung. Versteht ihr, was ich damit meine? Also, du kannst immer wieder sagen, naja, weil ich es mag. Ja? Weil ich es mag. Mag, 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 Macke. Deswegen, von daher, würde ich sagen, hat sich das schon wieder geklärt. Und damit ist auch schon wieder, ja, Detail hier zu Ende. Ich werde jetzt immer wieder so ein paar Themen halt mit reinnehmen, auch kurz mich halten. Manchmal dauert das Thema auch ein bisschen länger. Ne? So wie mit der Tattoo-Erklärung, 5 Dinge, die ein Tätowierer braucht oder haben muss oder wie auch immer. Da ging es ja, glaube ich, 13 Minuten oder so. Und jetzt ja, sind wir aber bei knackige, ich sehe gerade 2 Minuten und 40 Sekunden und an dieser Stelle sage ich mal, bis denne, Antenne, haut da rein. Ach nee, haut da nicht rein. Und zwar, es gibt ein Gewinnspiel. Ja, ich denke mal so, in nächster Zeit werde ich das veröffentlichen. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf YouTube mache, auf Facebook oder auf Instagram. Vielleicht mache ich es einfach auf ein Portal, ne, dass alle da mitmachen können. Und dann könnt ihr einen Gutschein gewinnen im Wert von, ich denke mal, 150 Euro. Vielleicht übertreibe ich auch meine Rolle und mache einen auf 500 Euro. Das wäre natürlich der absolute Burner, wa? Aber boah, das ist schon hart, weil ich bin ja kein Fake-Tätowierer, der ein Gewinnspiel raushaut, wo man gar nichts gewinnen kann, sondern das einfach nur für Promo benutzt. Na klar ist das Promo, gar keine Frage, muss man auch machen, ist auch ganz cool. Aber bei mir kriegen die Leute auch ein Tattoo dann. Also es gibt auch wirklich Gewinner, da habe ich sogar Beweise für und habe ich auch schon geliefert. Weil, ne, gibt ja viele da draußen, die das nicht machen. Naja, an dieser Stelle, Peace, haut rein. Bis denne, Antenne und bis zum nächsten Mal. Du Schlingel!